Zu den grundsätzlichen Aufgaben der Blume IT zählen Digitalisierungspotenziale nutzbar machen, Geschäftsprozesse entwickeln und gestalten und die gesamte Blumengruppe mit stabilen IT-Leistungen zu versorgen. Dazu brauchen wir zurzeit ca. 250 Mitarbeiter in der Blume IT. Bei meinem IT-Praktikum bei Blume habe ich eine Hintergrundanwendung geschrieben, die das Monitoring-System erweitert. Und eine Webanwendung, die als Gesamtübersicht dient. Während meinem Praktikum beim Blume habe ich meine Masterarbeit geschrieben in Wirtschaftsinformatik. Und ich habe ganz, ganz viele verschiedene Sachen gesehen, durch das, dass ich halt aber auch Leute aus allen Abteilungen interviewen habe können. Bei meinem Praktikum bei Blume war meine Aufgabe, eine ältere Anwendung in ein neues System zu überführen, mit der Hilfe eines Programmierers. Also das Praktikum bei Blume hat mir den ersten Einblick ins Leben eines Softwareentwicklers geboten. Und ich habe noch gesehen, wie das ist, wenn man mal in einer großen Firma wie Blume arbeitet. Also man kann sich ein Praktikum beim Blume so vorstellen, dass es nicht so ist, dass man nur den ganzen Tag vor dem PC sitzt und einfach programmiert und sonst nichts sieht, wenn man in der IT ist. Sondern da spielen noch viel, viel mehr Sachen mit ihnen. Bei mir zum Beispiel ging es ganz, ganz viel um neue Arbeitsweisen und wie der Mensch aber zusammenarbeitet mit der IT-Unterstützung. Also grundsätzlich habe ich auch bei der Modellierung brutal viel selber machen können, bei der Projektplanung. Aber wenn ich auch Fragen hatte, dann war eigentlich immer ein Mitarbeiter da, der mir weiterhelfen hat können. Bei der Zusammenarbeit mit Praktikanten ist uns sehr wichtig, dass sie gut betreut sind, dass sie auch selbstständig arbeiten können und dass wir gemeinsam an den Aufgaben arbeiten. Mir wurde ein Betreuer zugeteilt, der mich bei diesem Projekt betreute, aber es war auch gar kein Problem, wenn dieser mal keine Zeit hatte, weil die ganze Abteilung für mich bereitstand. Also ich würde jedem empfehlen, zum Blume mal ein Praktikum machen. Man lernt wahnsinnig viel dazu und man kann auch echt viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen. Also ich habe auch die Möglichkeit gehabt, in andere ohne zum Schnuppern. Und ja, während dem Studium oder während der Schule machen auf jeden Fall ein Praktikum im Blume.